Wahnsinn, weil es ja so viele ASMR-Richtungen gibt. Also es gibt ja nicht nur diese Standard-Videos, sondern es gibt ja auch diese sexuelle Schiene. Ist jetzt nicht so meins. Und es gibt außerdem noch eine gruselige Schiene. Das habe ich letztens erst entdeckt und habe da eine tolle Playlist gefunden. Und ich dachte mir, hey, warum nicht mal auf gruselige ASMR-Videos reagieren und sich mal halt nicht so normale Videos anschauen. Und das wollte ich heute mit euch gemeinsam machen. Genau, also ich habe mir erstmal 4 Videos rausgesucht, die wir uns stückweit anschauen. Ich werde es natürlich nicht komplett abspielen. Und ja, die Version wird heute nicht allzu lang, da ich erstmal gucken möchte, ob es euch überhaupt gefällt, weil vielleicht sagt ihr auch, nee, das ist totaler Schrott, sowas gucke ich mir nicht an. Also erstmal, ja, eine kleinere Version. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt auf die Videos. Ich habe sie mir auch nicht angeguckt. Ich habe bloß geguckt, ah, da steht creepy. Gut, kommt's auf die Liste. Und ja, ich habe hier mein Handy. Und ja, werde mit euch gemeinsam jetzt einfach mal reinschauen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Video an, mit dem Titel The Shining, also von dem Horrorfilm Shining. Also, let's go! So, dann schauen wir mal rein. Let's go! Hello, Daddy. Come play with us. Come play with us. Oh my God. Come play with us. Hello, Daddy. Hello, Daddy. Okay, das ist echt creepy. Come play with us, Daddy. Forever. Aber geil gemacht, oder? And ever. And ever. And ever. And ever. Das geht doch nur 1 Minute 34. And ever. Whatever. Hello, Daddy. Ach, das ist schon echt gruselig irgendwie. Whatever. Also stellt euch mal vor, ihr liegt abends im Bett und guckt euch dann dieses Video an im Dunkeln. Ist schon irgendwie creepy. Oh mein Gott.
sich irgendwie gleich so, weiß ich nicht, als hätte der einen entführt und guckt einen dann so an. Das ist richtig creepy, die Vorstellung. Und macht dann noch so komische Schmatzgeräusche. Also irgendwie ist es auch so halb witzig. Ich glaube, dieser ASMR-Test macht öfter mal so gruselige Videos. Ich glaube, der ist dafür bekannt. Okay, Leute. Ich werde natürlich nicht das ganze Video abspielen. Also, ja, ich weiß nicht, was haltet ihr von diesem Video? Also, irgendwie ist das echt schon creepy, oder? Also, das ist wirklich kein so alltägliches Video, was ich mir jetzt reinziehen würde, sag ich mal. Und irgendwie kommt da so eine ganz, ganz, komische Atmosphäre, wenn man sich das so anguckt. Also, ist bei mir jedenfalls so. Es könnte echt auch so ein Horrorfilm sein. Okay, dann machen wir mal mit dem nächsten weiter. Oh, da geht's um einen Clown. Oh, ich habe ja eh eine Clownsphobie. So eine halbe. Okay. Okay, was ist das denn? Okay, bis jetzt ist es witzig. Ein paar Knurrgeräusche. Okay, das ist gruselig mit dem Dunklen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Mix aus lustig und gruselig. Boah, der Blick, ey. Ist es auch voll faszinierend. Oh mein Gott. Ja. Jetzt dreht er durch. Okay, irgendwie finde ich das mehr witzig. Also es ist so ein Zwischenspiel, finde ich. Also, ja. Ich gucke das nächste Mal natürlich noch ein bisschen detaillierter nach gruseligen Videos. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, mir die Videos an sich vorher nicht angeguckt. Sondern bin nur nach dem Thumbnail gegangen. Ja, aber wie gesagt, schreibt mir erstmal, ob das überhaupt etwas für euch ist. Okay, dann kommen wir schon zum letzten Video. Das heißt Big Baby Playing Cars. Und da finde ich das Thumbnail schon echt ein bisschen verstörend. Wir gucken mal rein. Oh mein Gott. Wie kommt man?
man auf sowas? Das könnte echt original aus einem Horrorfilm sein. Aber ganz ehrlich, man muss auch erstmal die Eier dazu haben, sich dahin zu setzen und so ein Video zu drehen und das auch wirklich so durchzuziehen. Das ist schon eine Nummer. Ich gucke öfter mal Dennis König und so und da geht er öfter mal ans Dark Web und irgendwie erinnert mich so ein Video voll daran. So von der Machart her, die Maske, die Stimme, die Farbe. Das ist krass. Oh my gosh, he's so fast. Oh no. What is that? Coming out of the side of the road. Oh gosh, it's a giant lizard. Oh mein Gott, wie lange geht das Video? 35 Minuten. Okay, das ist krass. Oh mein Gott. I can't stop. My low rider. Und wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Nacht.